So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Miss Survival. Ich weiß nicht, ob ihr am Ende der letzten Folge noch gesehen habt, dass ich herausgefunden habe, wie man das Wasser kochen kann. Ich habe natürlich mal wieder nicht richtig gelesen und wir brauchen einen Cooking Pot. Diesen hier nämlich. Dafür brauchen wir 5 Sticks, Metal Scraps haben wir brauchen Lashing. Und das werden wir jetzt mal machen. Wir brauchen dafür auch diese Lashing. Wie machen wir die? Oh, es ist Mist. Es ist Dings draußen. Es ist nebelig. Das ist nicht gut, ne? Das ist nicht gut, dass das jetzt nebelig ist. Ich meine, fürs Erste ist das nicht so schlimm. Wir könnten uns jetzt natürlich hinlegen und schlafen. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, dass wir wieder Durst und Essen brauchen. Also, dass wir durstig sind und Essen brauchen. Wir schlafen jetzt erstmal nicht. Nee, wir machen wir jetzt erstmal nicht. Wir gucken mal, dass wir hier jetzt erstmal unser Crafting-Kram zusammenkriegen. Wir brauchen diese Lashes. Die Frage ist, wie craftet man die? Macht man das an der Workbench oder macht man das im Inventar? Ah, hier. Wir brauchen Leaves und Tree Bark. Na toll. Also müssen wir vielleicht gleich doch schlafen, weil wir können jetzt gerade nicht raus. Sticks, haben wir Branches? Haben wir das? Jo, haben wir. Okay, pass auf, dann packe ich erstmal die Munition hier rein. Dann können wir nämlich die hier rausnehmen. Dann können wir schon mal ein paar Sticks machen. Ich würde gerne 5 Stück machen. So, dann haben wir nämlich die Sticks schon mal. Das ist super. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was wir auch brauchen, ist ein Eimer. Wir werden den Eimer brauchen, um dann Wasser quasi in diesen Topf zu füllen wahrscheinlich, ne? Dann lass uns den doch auch gerade schon mal craften. Wir haben leider noch keinen Platz, um den aufzuheben, ne? Dann packen wir mal die Dinger da hier rein. Das Holz, das Feuerholz gehört eigentlich nach draußen, aber ist jetzt erstmal egal. Die Metal Scraps packen wir auch mal hier rein. Für den Eimer brauchen wir die Metal Scraps aber wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Gut, aber wir haben ja einen Platz wenigstens frei, das passt. Also packen wir das mal hier rein und dann machen wir mal den Bucket und craften den mal eben schnell. Dann haben wir den nämlich auch schon mal. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit, ach du liebe Zeit. Ja, sorry nochmal, dass das letzte Folge so, dass ich mich da so lange mit dem Wasser aufgehalten habe. Das war natürlich nicht so schlau. Ja, ich speichere mal ganz kurz. Das war natürlich nicht so schlau, ne? Aber so bin ich eben manchmal. Leute, die hier einschalten, die wissen das in den meisten Fällen, dass genau das meistens passiert. Okay, pass auf. Dann haben wir den Eimer. Wir haben die Sticks wenigstens schon mal. Was brauchen wir noch für den Cooking Pot? Eigentlich nur das Lashing. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dafür brauchen wir, wie gesagt, Baumrinde, ne? Haben wir jetzt natürlich nicht. Wir müssten auch eigentlich... Wir bräuchten viel mehr Dinge, wo wir Sachen reinlegen können, ne? Das ist kacke. Wir bräuchten viel mehr Storage sozusagen. Oh, wir haben hier einen Port. Ich meine, wir können Sachen natürlich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, können wir Sachen hier auch hinlegen, ne? Wenn ich das droppe und dann carry, könnte ich das jetzt zum Beispiel erstmal hier drauflegen, ne? Das geht schon. Ich meine, das können wir natürlich erstmal machen, aber nach einer Zeit brauchen wir natürlich... Kann ich das hier noch aufheben? Pickup? So ein... War's das schon? Okay. Na, das war ja relativ schnell vorbei, wa? Ah, okay, die kann man eh nicht. Oh, ja, alles klar, okay. Ja, ja, easy, okay, das kann man eh nicht. Das kann man eh nicht so richtig, So, dann packen wir die Tomatensuppe mal hier hin. Das könnte natürlich passieren. Das habe ich auch schon in den Kommentaren herausgelesen, dass Sachen mal irgendwo durchbacken oder so. Ja, gut, das ist halt einfach so, ne? Es ist halt noch ein Game, was relativ... Ja, wie soll ich sagen? Relativ early accessig ist, ne? Das kann also immer mal passieren. Wir bräuchten auch mal ein Messer bei Gelegenheit. Weil mit dem Messer würden wir nämlich viel besser Bark aus dem Dingens bekommen. Aber
da brauchen wir so viel Stuff für. Das ist echt krass, was man für so ein scheiß Messer alles braucht. Das ist eigentlich schon fast viel zu übertrieben. Das ist schon echt heftig. Naja, wir fällen mal ein paar Bäume. Wie gesagt, wir brauchen... Da ist... Tree Bark runtergefallen. Geil. Okay, Leaves brauchen wir aber sowieso auch. Hui! Oh. Oh, guck mal, da liegt noch mehr. Da. Und da. Da sind noch ein paar Leaves. Die können wir natürlich alle mal mitnehmen. Okay, immer schön umgucken, dass man hier nichts sieht, ne? Dass wir hier keine Überraschung bekommen. Wir gehen mal den Wagen holen. Ich gehe mal den Holzwagen holen. Ich glaube, den können wir ganz gut gebrauchen. Natürlich immer mit dem geschulten Blick, dass hier nicht gleich irgendwas um die Ecke gerannt kommt. Immer schön vorsichtig sein. Tatsächlich wäre es aktuell noch so, dass ein Zombie auf jeden Fall unser sicherer Tod bedeuten würde. Aber wir arbeiten stets daran, dass das nicht mehr der Fall ist. So. Ich nehme mal das Wägelchen mit hier. Au. Und dann schauen wir mal... Dann können wir da ein bisschen Holz drauf packen. Den können wir dann neben unserer Bude parken. Bei der wir vielleicht auch bei Gelegenheit mal gucken sollten, dass wir die ein bisschen sicherer machen, ne? Ich meine, ich glaube, wenn hier ein Zombie kommt, der uns da irgendwie in der Hütte rumknuspert, dann hält die wahrscheinlich nicht lange stand, ne? So, wir carryen mal einen Lock und storen den Lock mal. Perfekt, guck mal. Geil. Alter, das mit dem Wägelchen ist ja schon irgendwie cool, ne? Carry Lock, Carry Lock, Carry Lock, Carry Lock. Und Store, 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 Store. Geil. Das ist ja schon cool mit dem Wägelchen, ne? Ja, das finde ich ja geil. Ja, wir machen mal noch einen Baum. Ich glaube nicht, dass die Rinde, die wir haben, reichen wird. Und wenn wir dann endlich mal ein bisschen Wasser zusammen haben... Klar, dann müssen wir uns natürlich noch um Essen kümmern. Aber... Dann können wir zumindest schon mal gucken, dass wir ein bisschen Scrap sammeln gehen. So. Und so. Dann können wir zumindest schon mal gucken, dass wir ein bisschen Scrap sammeln gehen und uns dann ein schönes Messer machen. Ich würde auf jeden Fall gerne nochmal zurückgehen zu diesem Auto, wo wir die Knarre kriegen können. Das sieht da schon sehr interessant aus. Ich habe da fürs Erste auch keine NPCs gesehen, die mit einer Knarre hinter uns herrennen. Oh. Ist das zu schwer? Nö. Geht eigentlich. Okay. Ja, ich habe da eigentlich jetzt so fürs Erste keine Gegners gesehen, die uns da mit einer Knarre hinterher rennen. Aber man weiß es natürlich nicht, ne? Nur ein bisschen vorsichtig sein. Das Ding können wir erstmal beiseite stellen. Das brauchen wir erstmal nicht. Wir machen uns mal diese Leashes und dann schauen wir mal... Ne, die waren hier, ne? Okay, wir brauchen für 2 Stück noch mehr Baumrinde. Boah, Bruder, ey. Ist doch nicht dein Ernst jetzt. Oh, braucht man da viel. Okay, weitere Bäume schlagen. Unsere Axt ist auch bald im Arsch. Buchstäblich. Ich glaube, wir kriegen pro Baum so ungefähr 2 Barks immer raus. Ungefähr. Nehmen wir schon mal eine. Okay, war scheinbar diesmal nur eine. Okay. Wie viel Axt haben wir noch? Okay, ein bisschen geht die noch. Ein bisschen geht die noch, komm.
Schauen wir mal, vielleicht kann man hier bei dem großen Baum ein bisschen mehr rausholen. Was ist das? Das ist ein Branch. Okay, aber keine Dings, ne? Kacke. Das. Oh, Leaves, aber das gibt's doch gar nicht. Ah, hier. Perfekt. Vorsicht! Baum fällt! Sonst nichts anderes. Das ist schon mal ärgerlich. Und wir kriegen die da auch nicht raus, ne? Also wenn man hier diese Dinger kaputt schlägt, dann kommen da keine Bark-Dinger raus. Das ist aber, boah. Das ist aber schon wild, ne? Wenn wir hier die ganzen Bäume wegrotzen oder was? Crazy. Ist schon was runtergefallen? Ah ja, perfekt. Was passiert eigentlich, wenn ich mit dem Hammer da drauf haue? Kriegen wir da irgendwas raus? Nee. Scheiße. Oh. Okay. Okay. Ja, wir haben jede Menge Logs auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Hier sind noch ein paar Leaves. Wir haben jede Menge Logs. Das ist schon mal nice. Oh, ja. Danke. Das ist schon mal ganz nice. Das war nicht unbedingt das, was wir brauchen. Leaves und Branches. Keine weitere Baumrinde. Schade. Naja, wie gesagt, wir haben schon mal jede Menge Logs. Die können wir erstmal hier liegen lassen. Die brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Wir gehen mal gerade gucken, was wir jetzt hier haben an Branches. Wir brauchen natürlich auch noch was, um das Feuer anzuzünden, ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Oder haben wir hier irgendwie... Okay, wir haben ein bisschen Charcoal, aber das bringt nicht viel. Eins haben wir noch da. Okay, perfekt. Ja, wir kriegen langsam wieder Hunger und Durst. Das heißt, wir sollten so langsam zu einem Ergebnis kommen. Aber wir können uns zumindest schon mal diese Lashings machen. Das ist doch schon mal gut. Dann hole ich gerade mal ganz kurz die... Warte. Wir packen die hier mal da rein. Und dann hole ich mal hier ganz kurz die Blätter. Die haben wir ja zum Glück. Und dann machen wir uns mal zwei von diesen Dingern hier. Zack. Und craft. Sehr gut. Pretty damn nice. Okay, pass auf. Wir brauchen jetzt... Das packen wir mal... Ach, wir haben keinen Platz mehr da drin. Oh, leck mich doch am Arsch. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Wir machen das mal so... Okay, passt erstmal. So, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir können den Cooking Pot bauen. Das ist ja schon mal positiv. Ich packe mal das hier rein. Und den Alkohol packe ich auch mal da rein. So. Wir brauchen Scratches. Ah, ich habe die da hinten hingelegt. So. Und wir bauen uns Cooking Pot. Können wir das... Ah, wir können das auch wieder ein bisschen rotaten. Geil. So. Yippie-yayo. Geil. Move, interact. So, pass auf. Wir können jetzt hier Wasser kochen. Wir gehen jetzt unseren Eimer voll machen. Haben wir nicht noch Wasserflaschen? Ah. Kann man das wieder zurückschütten? Scheinbar nicht, wa? Okay. Dann lassen wir das Wasser halt da ein bisschen rumgammeln. Okay, pass auf. Fill the bottle. Wir wollen keine Bottle fillen. Nein, mein Eimer! Nein!
Man kann den Eimer nicht zurückholen? Ist jetzt nicht dein Ernst. Ist jetzt nicht dein fucking Ernst. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch eigentlich wahr sein jetzt. Ach, leck mich doch am Arsch. Ach, das ist doch... Ich habe keine Lust mehr auf Survival. Ich bin raus. Gibt's hier irgendwo einen Rewe? Ach, das ist doch... Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also jetzt hört's ja wirklich auf, ne? Also ganz ehrlich, ne? Als ob man den scheiß Eimer nicht wiederholen kann. Jetzt mal real talk, Digga. Also wirklich. Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also sowas, ey. Da wärst du ja echt crazy in der Birne, ne? So, ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich das hier gerade probiere. Aber eigentlich gehe ich davon aus, dass es so funktioniert. So. Jetzt mache ich da unten das mal an. Light it up. Ein bisschen Fuel drauf. Und dann kochen wir. Müssen wir jetzt warten, bis das Wasser gekocht ist, oder was? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe dieses System nicht. Ich verstehe dieses System dahinter nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, ich mache uns jetzt gleich mal einen neuen Eimer. Aber ich verstehe dieses System hinter dem Kochtopf nicht. Da ist jetzt 1,5 Liter Wasser drin. Wir können hier aber auch kein Wasser auswählen. Ich versteh's nicht. Was brauchen wir denn für so einen neuen scheiß Eimer? Oh, das ärgert mich mit dem Eimer, ne? Hier ist Scraps Eimer Component. Haben wir noch Scraps? Ich glaube, wir haben... Ja, wir haben noch einmal. Wir können jetzt gar keinen Eimer machen. Interact. Aber es sieht auch jetzt nicht so aus, als würde hier irgendwo Wasser gekocht werden, ne? Used for making boiled water. Could even be used to make oil from animals oil too. Also es ist wohl schon mal das richtige Gerät. Water Container. Also ich habe keine Ahnung, wie man das Ding benutzen kann, ehrlich gesagt. Ich guck noch mal ins Tutorial rein, wenn ich den Knopf für das Tutorial finde. War das hier? Suicide Game Settings Tutorial. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wie man das Teil benutzt, um da jetzt Wasser rauszubekommen, ob uns da noch irgendwas fehlt? Weil ich meine, eigentlich müsste er das Wasser ja jetzt schon kochen, weil darunter ist ja schon Feuer. Das heißt, theoretisch gesehen müsste das Wasser ja eigentlich schon geboilt sein. Ich check das nicht. Kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier 2 Folgen nur für das Wasser brauchen. Warte mal ganz kurz. So, da sind wir wieder zurück. Einen wunderschönen guten Tag. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es an mir liegt. Oder ob ich es jetzt... Also,
Ich weiß jetzt nicht, ob nur mich das verwirrt oder ob, also ob ihr das jetzt auch ähnlich seht. Ich meine, die meisten von euch haben das Spiel ja schon mal gespielt und wissen das. Ich persönlich bin maximal verwirrt. Es gibt hier diesen Cooking Pot, wo steht, used for making boiled water. Ich gehe jetzt in erster Linie davon aus, dass, also wenn ich jetzt neu in diesem Game bin, gehe ich davon aus, ich kann das Ding benutzen, um Wasser zu kochen. Tatsächlich kannst du das aber gar nicht nutzen und kannst das Boiled Water auch nicht rausbekommen. Also das Wasser, was da drin ist, ist da drin, das ist nur zum Kochen gedacht. Es gibt aber tatsächlich hier bei Items, warum das bei Items ist und warum das nicht bei Cooking ist, verstehe ich nicht, den Water Purifier. Und den brauchen wir. Den brauchen wir, um das Wasser zu filtern. Ich möchte aber ganz ehrlich zu euch sein, ich finde das maximal verwirrend. Also gerade als neuer Spieler finde ich das verwirrend, dass du nicht einfach im Cooking Pot auch dein Wasser abkochen kannst. Oder vielleicht geht es auch und ich bin einfach zu blöd dazu. Ich habe jetzt gerade im Internet ein bisschen rumgegoogelt, ein bisschen nachgelesen, auch in den Steam-Foren. Und da steht tatsächlich, man soll sich den Water Purifier bauen. Ich finde das aber trotzdem irgendwie, also ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist sehr verwirrend. Sehr, 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 sehr verwirrend. Wir haben jetzt 16:33. Wir müssten uns eigentlich noch schnell irgendwo was zu trinken suchen, ne? Wir haben nämlich nichts mehr. Das heißt, wir müssen eigentlich nochmal schnell losgehen und gucken, ob wir irgendwo eine scheiß Cola oder sowas finden. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Ich meine, Essen haben wir zu Hause noch, aber zu trinken haben wir halt nichts. Also das ist ja echt mega verwirrend gemacht. Tut mir leid. Wie gesagt, vielleicht bin ich da auch einfach zu blöd für oder ich hab's nicht richtig verstanden oder so. Aber dass man sich im Cooking Pot kein Wasser kochen kann, was man dann trinkt. Das verstehe ich nicht. Also tut mich sorry, aber das verstehe ich nicht. Wie gesagt, vielleicht bin ich da auch zu blöd für oder habe das jetzt einfach falsch verstanden oder so, keine Ahnung. Aber das checke ich nicht. Wir gehen jetzt gerade mal checken, ob wir irgendwo noch schnell eine Cola auftreiben können oder so. Es fuckt mich natürlich auch maximal ab, dass wir unseren... Speicher mal, da kommt ein Haus. Dass wir unseren Eimer so verbraten haben, ne? Das ärgert mich ein bisschen. Das sieht so aus, als würde da jemand wohnen, ne? Kann das sein? Hallo? Da brennt doch ein Feuer. Hab ich mich jetzt erschrocken, Junge? Hab ich mich von einem scheiß Huhn erschrocken? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da brennt auch ein Feuer. Ich weiß jetzt nicht, ob da jemand wohnt. Und wenn da jemand wohnt, wird er uns wahrscheinlich gleich direkt mit einer Knarre im Gesicht begrüßen, ne? Du. Und viermal Scrap. Naja, wir brauchen was zu trinken, ich weiß. Da jetzt jemand oder nicht? Das Feuer brennt auf jeden Fall. Da liegt Blut. Machen wir die Tür gerade zu. Geht nicht. Da liegt eine Cola. Lassen das Holz da. Und nehmen den Suppressor mal mit. Und die Knarren, die Munition. Wir brauchen die Muni, Alter. Wir trinken die Cola. Boah. Was ist das für ein Jackpot hier? Geil. Richtig nice. Frying Pan. Wir sollten uns auf jeden Fall das Hühnchen bei Gelegenheit holen. Ist gut zu wissen,
Okay, hier haben wir noch einen Chain. Können wir leider alles jetzt nicht mehr mitnehmen. Rack haben wir hier noch. Oh, eine Chocolate Bar können wir auch leider nicht mitnehmen. Also wir sollten uns auf jeden Fall bei Gelegenheit das Hühnchen hier holen. Gut zu wissen, dass es hier rumläuft. Dann können wir uns vielleicht so ein Chicken-Ding machen. Okay, wir haben eine Schubkarre. Dann können wir uns vielleicht so ein Chicken-Ding machen und können unsere eigene Hühnerfarm basteln. Weißt du, was ich meine? Richtig nice. Jetzt rennen wir aber erstmal schnell zurück, weil es wird gleich dunkel. Wir haben ein bisschen Scrap-Metal-Dings gefunden. Das wird wahrscheinlich noch nicht reichen, um sich einen neuen Eimer zu craften. Also, dass wir den Eimer da aus dem Wasser nicht wieder rausfischen konnten, das macht mich ja, also... Das macht mich traurig, ne? Das macht mich richtig traurig, einfach. Es ist halt nur ein fucking scheiß Eimer gewesen. Ich verstehe das nicht. Das verstehe ich nicht. Ohne Mist. Kann ich nicht nachvollziehen, dass das nicht geht, ne? Keine Ahnung. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Naja, wir rennen mal nach Hause und werden dann gucken, dass wir in der nächsten Folge endlich den Wasserdestillierer bauen. Wir haben eine Meat Stew gefunden. Das ist ziemlich cool. Das ist, hier ist nichts gekocht, ne? Das ist halt maximal dämlich. Es tut mir leid, das Wasser, was wir da reingefüllt haben, ist halt jetzt eigentlich gekocht. Dass das jetzt nicht als gekocht gilt, das... Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Okay, wir brauchen nur ein Component, dann haben wir neues Wasser. Lass uns mal ganz kurz... Ich hoffe, die Sachen buggen jetzt hier nicht durch die... Wir droppen die mal. Dann carryen wir die. Und legen die mal... hier hin. Boah, wir haben eigentlich schon echt geile Sachen, ne? Wir haben einfach eine AK. Wir haben eine Shotgun. Wir haben zwar... Nein. Hör auf, dich irgendwo hinzubuggen, Alter. Wir haben eine Shotgun. Ist eigentlich schon nice, ne? Also ein bisschen Stuff haben wir schon. Das ist echt cool. Okay, dann lass mal noch mit einem Component eben einen neuen Eimer craften. Und dann können wir gucken, dass wir in der nächsten Folge dann... diesen Wasserdestillierer bauen, damit wir vielleicht endlich irgendwann mal eigene Wasserproduktion haben. Das wäre ja schon mal viel wert, tatsächlich. Fürs Erste bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Da war ich noch total stolz auf mich. Weißt du, letzte Folge, dass ich... Oh, das Licht scheint hier rein. Geil. War ich schon voll stolz, dass ich das doch noch rausgefunden habe mit dem Wasser und dann so eine Enttäuschung. Na, da werden die Kommentare ja bestimmt lustig werden. Scheiße. Oh Gott. Naja. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wir haben einen neuen Eimer und nächste Folge gehen wir da mal rein und gucken, was wir da so Schönes mitmachen können. Ne? Dankeschön fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Morgen 17 Uhr geht's weiter mit Mist Survival. Dankeschön und haut rein.